meine Antworten. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Wir sind schon bei der 12. Runde angelangt. Zuschauer fragen, Edichewitsch antwortet. Halten wir uns nicht lange bei der Vorrede auf. Es sammeln sich immer mehr Fragen an und versuchen wir heute ein Maximum der Fragen abzuarbeiten. Die erste Frage. Ist es schwierig, wenn man von Kaliningrad nach St. Petersburg mit dem Auto fahren will? Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, soweit wie ich informiert bin, gibt es nur eingeschränkte Möglichkeiten im Rahmen von Coronavirus. Ansonsten, um die Grenze zu überschreiten, für russische Staatsbürger, die brauchen dann natürlich ein Transitvisum durch Litauen. Litauen gehört nicht unbedingt zu den befreundeten Ländern Russlands, demzufolge wird streng kontrolliert. Man muss aufpassen, dass man nicht irgendwelche Dinge hat im Auto, am Auto, an der Kleidung, die an die Sowjetunion erinnern oder zum Beispiel irgendwo das kleine Georgsband hat. Dann kann durch Litauen die Weiterreise verwehrt werden, egal welcher Staatsangehörigkeit man ist. Für mich persönlich wäre es zu stressig. Ich habe sowieso eine besondere Einstellung zum Auto. Ich würde lieber mit dem Zug fahren. Der Zug fährt gegenwärtig, aber auch nur mit eingeschränkter Personenanzahl. Es ist also nicht ganz so einfach, von Kaliningrad ins russische Mutterland nach St. Petersburg zu kommen. Man kommt hin, aber wie gesagt, ich persönlich würde es als stressig einschätzen. Die nächste Frage. Was halten die Russen von der Idee, Lebensmittel in Biogasanlagen zu verbrennen? Ich muss ehrlich sagen, keine Ahnung. Wir haben in Kaliningrad noch nicht mal eine ganz normale Müllverbrennungsanlage, weil der Bedarf besteht zwar, aber es kostet jede Menge Geld und das Bauen bereitet wohl irgendwelche Schwierigkeiten. Mir ist nicht bekannt, dass überhaupt in Russland irgendwo eine Biogasverbrennungsanlage existiert. Ich glaube, da ist Russland noch weit, weit, weit entfernt von. Wir versuchen jetzt erstmal generell unseren ganz normalen Hausmüll in den Griff zu bekommen. Die Ablagerung, Weiterverarbeitung und so weiter. Muss ich ehrlich sagen, bis Sie mir die Frage gestellt haben, habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht und habe auch nie irgendwo einen Artikel gelesen oder irgendeinem Gespräch zu diesem Thema beigewohnt. Also ich würde erstmal so sagen, absolutes Neuland. Die dritte Frage. Gibt es Tattoo-Studios und muss man als junger Mensch tätowiert sein, um dazuzugehören? Wie es in Russland ist, im großen Mutterland weiß ich nicht. In Kaliningrad haben wir eine ganze Reihe von Tattoo-Studios, die alle rein optisch schon was hermachen. Es ist also keine Dreckbuden, sondern ist schon ein bisschen so im höheren Niveau angesiedelt. Aber dass die Leute Schlange stehen und dass man unbedingt ein Tattoo haben muss, um irgendwo in zu sein, nein, nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Zumindest in meinem Bekanntenkreis kenne ich keinen einzigen, der ein Tattoo hat. Weder ein großes, noch ein mittleres, noch ein kleines. Und alle sind irgendwo Mitglied der Gesellschaft und sind ja angesehen, ob mit oder ohne Tattoo. Also wie gesagt, ich persönlich kenne niemanden, der ein Tattoo hat. Und ich kenne niemanden, der kein Tattoo hat und Außenseiter der Gesellschaft ist. Gibt es auch verbreitet Magersucht und andere Essstörungen? Ich nehme mal an, dass es auch Magersucht und Essstörungen in Russland gibt. Russland ist ja kein Land, was irgendwo was Besonderes darstellt. Demzufolge alles Positive und alles Negative, was in anderen Ländern existiert, existiert bei uns auch. Nur es ist kein Thema. Also das, was weiß ich, das in irgendwelchen Talkshows behandelt wird, im Fernsehen irgendwo zu sehen ist, im Internet, in Zeitungen, Veröffentlichungen und so weiter, ist mir noch nicht aufgefallen. Kennen wir eigentlich in dem Sinne nicht. Essstörungen, wenn es darum geht, dass zu viel gegessen wird, wenn es schmeckt, ja, ab und zu habe ich auch mal solche Essstörungen. Der nächste Punkt, eigentlich mit dazugehörig, ist Ernährungsberatung zu einem wichtigen Thema geworden. Ich
kann auch nur wiederum von Kaliningrad sprechen. Ich habe nicht gehört, dass es irgendwo eine Essberatung gibt. Es gibt ab und zu mal Artikel in der Zeitung, wo dann wieder irgendjemand schreibt, wie man am besten eine Diät machen kann und so weiter. Aber das ist auch alles. Dass irgendjemand zu einer Essberatung geht, habe ich noch nicht gehört. Glaube ich nicht, dass das hier irgendwo populär ist in Kaliningrad. Die nächste Frage, ist Werbung sehr präsent? Gott sei Dank nicht mehr so wie noch vor 5, 6, 7 Jahren. Ich kann wiederum nur von Kaliningrad sprechen. Dort ist kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 Ordnung geschaffen worden. Das war mit der Werbung schon nicht mehr auszuhalten. Jede große Hauptstraße hatte Banner quergespannt. Man hat den Himmel schon kaum noch gesehen vor diesen quergespannten Bannern über der Straße. Und überall, wo nur irgendwo Reklame geklebt werden kann, entweder große, sagen wir mal so, offizielle in Anführungsstrichelchen, Reklame, die man irgendwo in professionellen Werkstätten herstellen kann, war alles voll, bis hin zu dieser Unsitte, diese kleinen Zettel, wo man die Telefonnummer abreißen kann, überall hinzukleben, wo nur irgendwo eine freie Fläche war. Die Stadt hat sich der Thematik gestellt. Die illegale Großreklame gibt es in der Stadt gar nicht mehr. Und auch im Gebiet selber wird scharf kontrolliert. Und derjenige, der illegal Billboards und sonst irgendwie was aufstellt, der muss schon mit erheblichen Strafen rechnen. Und auch die kleinen Privatanzeigen, die überall hingeklebt werden, ich habe den Eindruck auch, das hat alles sehr stark nachgelassen. Die Stadt hatte sich mal was einfallen lassen. Sie haben Leute losgeschickt, die alle diese Telefonnummern, die auf diesen kleinen Zetteln oder auf der illegalen Reklame, die irgendwo angeklebt war, angegeben war, die wurden in großen Datensammlungen abgespeichert. Und es wurden dann, Spam-Anrufe getätigt. Das heißt also, die Leute, die Inhaber dieser Telefonnummer waren, wurden regelrecht terrorisiert. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das Telefon eben abgeschaltet. Das hat anscheinend Wirkung gezeigt. Aber ansonsten, Reklame haben wir immer noch ausreichend viel. Aber ich sag mal so, es ist doch schon wieder ein bisschen zivilisierter geworden. Bis 2018 war es eigentlich kaum noch auszuhalten. Die nächste Frage, völlig anderes Thema. Gibt es flächendeckend Kindergärten und Krippen und sind diese aufnahmefähig? Das heißt, wenn ich ein Kind unterbringen möchte, kann ich das kurzfristig. Russland insgesamt ist dabei, das Problem zu klären. Es wird enorm gebaut, Kindergärten und Kinderkrippen. In der Regel ganze Komplexe, wo gleich daneben auch die Schule gebaut wird, wenn der Platz dazu ausreicht. In Kaliningrad haben wir das Thema Kindergartenplätze, also Warteschlangen auf Kindergartenplätze, ich glaube vor 2 Jahren oder ist es schon 3 Jahre her, gelöst. Das heißt, es gibt ausreichend Plätze, allerdings nicht immer genau dort, wo er benötigt wird. Also wenn jemand Mitte des Jahres kommt und sagt, ich brauche einen Kindergartenplatz, dann kann er den bekommen. Aber nicht unbedingt in dem Kindergarten, wo er sein Kind gerne unterbringen will, weil es in der Nähe der Arbeitsstelle ist oder in der Nähe des Wohnortes ist. Dann wird das Kind in einen anderen Kindergarten untergebracht, aber sofort auf die Warteliste des Kindergartens gesetzt, wo die Eltern das Kind gerne hingeben wollen. Und wenn dann nachher im August praktisch die Entlassungen aus dem Kindergarten erfolgen, weil die Kinder ja zur Schule gehen, wird das Kind dann nachher umgesetzt in den Kindergarten, den die Eltern wünschen. Also wir haben an sich keinerlei Probleme mehr in Kaliningrad. Die nächste Frage. Gibt es eine Partei, die sich vorwiegend mit Umweltfragen befasst? Sie werden es nicht glauben, es gibt sogar 2 Parteien. Die eine Partei heißt Die Grüne, ähnlich wie in Deutschland, und wurde 2012 gegründet im Rahmen der Parteienreform, die es in Russland damals gab und wo die Parteien wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und die zweite Partei, die wurde erst im vergangenen Jahr gegründet, die Grüne Alternative. Von beiden Parteien
habe ich bisher nie was gesehen, nie was gehört. Sie sind wahrscheinlich nicht oder nur sehr wenig aktiv. Wir haben ja insgesamt mit Stichtag heute in Russland noch 35 Parteien. Im Jahr 2017 hatten wir noch 77 Parteien. Also so wie die Anzahl der Parteien gewachsen ist, so bricht es auch wieder ab jetzt. Ich nehme mal an, dass bis zu den Wahlen im September vielleicht noch 10 Parteien ihre Zulassung verlieren werden. Ganz einfach mit der Begründung Inaktivität. Denn auf der einen Seite ist die Gründung einer Partei in Russland sehr, sehr einfach. Es gibt nur minimalste Forderungen. Aber eine der Forderungen ist, dass die Partei natürlich gesellschaftlich aktiv sein muss. Ja, und wer nicht gesellschaftlich aktiv ist, solche Parteien brauchen wir nicht. Und demzufolge wird nach 3 Jahren angefangen, die Parteibiografie zu studieren. Und wenn sie die Anforderungen nicht erfüllt, weg. Wie das mit diesen beiden genannten grünen Parteien ist, kann ich jetzt nicht sagen. Wie gesagt, ich höre nichts, ich sehe nichts. Ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten 2 Jahren wir dann feststellen werden, ob diese Parteien überhaupt gebraucht werden oder nicht. Gebraucht werden wird natürlich eine grüne Partei, die sich auch wirklich mit grünen Themen beschäftigt, nicht so wie in Deutschland, wenn ich das so richtig im Überblick habe. Die Grünen beschäftigen sich mit allen möglichen und den Umweltschutz nehmen sie nur als Alibi-Funktion, um ihre Russophobie unter anderem ein bisschen zu tarnen. Ja, aber wie gesagt, in Russland 2 Parteien, aber die in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft gegenwärtig nicht in Erscheinung treten. Nochmal zum Umweltschutz. Sind viele Windkraftwerke installiert? Spielen sie überhaupt eine Rolle? Zu Russland kann ich dazu nichts sagen, weiß ich nicht, was das russische Mutterland anbelangt. Bei uns im Kaliningrader Gebiet haben wir 2 Windparks. Ein Park ist schon ziemlich alt. Nicht nur, dass er in Kaliningrad alt ist, sondern es wurden damals auch gebrauchte Windräder, ich glaube, kam entweder aus den Niederlanden oder aus Deutschland, gebrauchte Windräder aufgestellt. Naja, damit wir eben halt auch so einen Windpark haben. In der Energieversorgung selber spielt da keine Rolle. In der Zwischenzeit ist es so, der Park ist abgeschrieben und wird jetzt Schritt für Schritt demontiert. Und vor 3 Jahren oder was wurde angefangen, einen neuen Windpark aufzubauen. Ich habe so den Eindruck auch einfach nur, naja, damit eben halt ein Windpark da ist. In der Stromversorgung insgesamt spielt da keine Rolle. Die nächste Frage. Wie sieht es mit Political Correctness aus? Das heißt, gesellschaftliche Probleme nicht zu lösen, sondern mittels Sprache zu übertünchen. Ich kenne das aus Deutschland, wo ein negativer Fakt immer mit irgendwelchen positiven Begriffen umschrieben wird. Ich führe dann immer ein Beispiel an, hat jetzt zwar mit der Politik nichts zu tun, aber wenn man in ein Restaurant reingeht und bestellt dort was zu essen, einmal vor vielen, vielen Jahren ist mir das passiert, als ich mit einem anderen Deutschen zusammengesessen habe, einem gelernten Altbundesbürger, und dann wurde das Essen aufgetischt und er sagte dann, oh, ist aber sehr übersichtlich der Teller. Ich als gelernter Ostdeutscher hätte gesagt, was ist denn das für eine mickernde Portion? Oh. Und genauso sind natürlich viele Dinge im politischen Leben, die irgendwo mit irgendwelchen Begriffen umschrieben werden, damit sie dann irgendwie ein bisschen, naja, nicht ganz so drastisch klingen. In Russland zumindest, was die untere und die mittlere Ebene anbelangt, politische Ebene anbelangt, da gibt man sich keine große Mühe, irgendwie groß was zu maskieren. Der Fakt wird angesprochen und fertig ist der Kram. Natürlich oben weiter, was zum Beispiel Lavrov anbelangt oder Putin, die geben sich natürlich Mühe, vernünftig zu formulieren, ein bisschen auch zurückhaltend zu formulieren. Aber ich sag's mal so, so wie Sie es jetzt wahrscheinlich verstehen oder verstehen wollen, wie die Formulierungen in den westlichen Demokratien sind, nee, da sind wir hier in Russland schon direkter mit unseren Formulierungen, damit es auch wirklich jeder versteht und nicht immer zwischen den Zeilen gelesen werden muss.
Zumindest mein Eindruck ist es so. Die nächste Frage, ist Gendern, das heißt eine geschlechtergerechte Sprache, ein Thema in Russland? Oder fühlen sich die russischen Frauen sprachlich nicht diskriminiert? Widmet man sich doch vielleicht anderen, wichtigeren Problemen? Ja, man widmet sich wichtigeren Problemen. Haben wir hier kein Problem mit. Es gibt sogar eine ganze Reihe von Wörtern, wo es eigentlich völlig unüblich ist, die zu verweiblichen. Ja, sagen wir mal so, womit ich häufig zu tun habe, das Wort Minister. Ministerin, ich weiß gar nicht, wie ich das auf Russisch sagen soll, oder Vizepremier, Vizepremierin, sagt man auf Deutsch, aber auf Russisch ist es Vizepremier und ist Minister, egal ob Mann oder Frau. Und so gibt es viele Dinge und den Frauen ist das völlig egal. Ja. Also Gendern, kein Thema hier in Russland. Gibt es einen Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen bei gleicher Tätigkeit? Bin ich überfragt und wüsste jetzt auch nicht, wie ich zu einer wirklich repräsentativen Aussage kommen soll. Ich denke mal, dass Russland wahrscheinlich keine Ausnahme dabei bilden wird. Aber da will ich mich nicht festlegen. Tut mir leid. Die nächste Frage. Werden vom Arbeitsamt auch Kurse vermittelt, wie man sich richtig bewirbt? Habe ich noch nichts von gehört, muss ich ehrlich sagen. Kann sein, dass ich da auch einfach nicht richtig informiert bin, aber ich glaube nicht. So oft, wie ich an Einstellungsgesprächen teilgenommen habe, da war auch keiner so richtig vorbereitet. Dass da irgendwas geschult wird und so weiter, zumindest nicht in Kaliningrad. Mag sein, dass irgendwelche Schulungen in Moskau angeboten werden, wo natürlich Arbeitskräfte in international tätigen Konzernen gesucht werden und dass man da eben halt irgendwo sich besonders vorbereitet. Aber in Kaliningrad habe ich noch nicht gehört, nein. Und schon gar nicht, sagen wir so, schon gar nicht beim Arbeitsamt selber, das glaube ich nicht. Bei privaten Arbeitsvermittlern kann es schon durchaus sein, dass man hier und da mal ein paar Tipps bekommt, aber richtige Schulungskurse habe ich noch nichts von gehört. Nächste Frage, gibt es im Kaliningrader Gebiet Hotels an der Ostsee, wo man Urlaub machen kann? Hotels an der Ostsee, wie Sand am Meer. Einfach über Google oder sonst irgendwelche Portale aufrufen und es wird gebaut und noch und nöcher. Es gibt große Hotels, mittlere Hotels, kleine Hotels, Pensionen, alles, was das Herz begehrt. Ich habe einen Bekannten, ich glaube, das hatte ich schon in der vergangenen Sendung erwähnt gehabt, der hat ein Hotel in Selenogradsk, mittleres Hotel und er ist vollständig ausgebucht bis zum Jahresende. Und da Angebot und Nachfrage ja den Preis regeln, hat er gesagt, dann hebe ich doch die Preise an. Hat gedacht, sich denn dadurch irgendwo ein bisschen Luft zu verschaffen. Nein. Also Hotels haben wir jede Menge. Es wird auch gebaut. Wir haben auch 5-Sterne-Hotels und wir haben auch 2-Sterne-Hotels. Es ist alles ausreichend da. Nur rechtzeitiges Anmelden sorgt dafür, dass wir auch Platz bekommen. Das, was jetzt gegenwärtig in den Regionalmedien berichtet wird, dass die Hotels an sich fast alle ausgebucht sind. Insbesondere die Hotels, die praktisch preislich 3 Sterne, 2 Sterne und so weiter. 5-Sterne-Hotel wird sicherlich noch ein Hotelzimmer zu bekommen sein. Die nächste Frage. Wie werden die Senioren behandelt? Gibt es vernünftige Einrichtungen für sie? Sind diese finanziell tragbar oder werden sie überwiegend von den Angehörigen betreut? Das, wo ich die Übersicht habe, wie gesagt, ich kann immer nur von Kaliningrad sprechen. Die Masse der Senioren wird natürlich innerhalb der Familie betreut. Es ist nur sehr, sehr selten, dass man sie in soziale Einrichtungen gibt. Wobei das, was mir soweit bekannt ist, ist der Staat dann nicht so sehr bemüht, Altersheime zu schaffen. Vieles ist in Privatinitiative.
In der Vergangenheit gab es ab und zu Meldungen, dass in diesen Heimen auch nicht alles in Ordnung ist. Also, was heißt nicht alles in Ordnung ist? Forderungen von Brandschutz, Hygiene und diese Art Sachen. Aber ältere Familienangehörige in eine Heimanlage zu geben, ist in Russland doch eher die Ausnahme. Der Russe ist ja ein sehr familiärer Mensch, man kümmert sich. Alles das, was ich sehe in meinem unmittelbaren persönlichen Umfeld, es kümmern sich alle, also die jüngere Generation kümmert sich immer um die ältere Generation. Ich habe nirgendwo was gesehen, gehört, dass irgendjemand in ein Altersheim oder ein Pflegeheim geschickt wird. Gibt es im Gebiet Kaliningrad ein gut ausgebautes Busnetz, mit dem man Orte erreichen kann, die keinen Bahnhof haben? Ja. Ich selber besitze ja kein Auto. Ich bin auch, gut, in der letzten Zeit durch Coronavirus bin ich sehr wenig unterwegs und habe ja sonst immer für meine Besuche nur öffentliche Verkehrsmittel, Bus, gucken, irgendwo hin. Geschlossene Augen, Finger auf die Karte und da bin ich hin und dann habe ich geguckt, ob da ein Bus hinfährt. In der Regel fährt ein Bus hin. Die Intensität ist natürlich unterschiedlich. Es gibt Strecken, da fährt jede Stunde ein Regionalbus hin und es gibt Strecken, naja, frühmorgens hin, abends zurück. Aber ansonsten können Sie jeden Ort im Kaliningrader Gebiet erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch die, die keinen Eisenbahn, vielleicht noch eine Bemerkung. Wir haben ja an sich ein gut ausgebautes Eisenbahnnetz im Kaliningrader Gebiet. Nur Züge fahren eben halt wenig. Und wenn Sie mal sich nur die Bahnhöfe angucken und die Bahnanlagen, die sind alle tipptopp in Ordnung. Nur eben, es verkehren wenig Züge. Und die verkehren, sind in der Regel rammeldicke voll. Das heißt, ein Bedarf besteht. Warum also nicht dieses Netz nicht intensiver benutzt wird, ist mir auch nicht ganz klar. Mir hat ein Bekannter gesagt, es liegt daran, dass die Busunternehmen Geld verdienen wollen und demzufolge alles Mögliche unternehmen, damit der Eisenbahnverkehr nicht entwickelt wird. Letztendlich ist es mir egal, wie, wo was entwickelt wird. Wichtig ist eben, dass die Orte erreichbar sind. Das sind sie eigentlich. Das Netz ist gut ausgebaut, die Busse sind nicht unbedingt die modernsten, aber sie sind sicher, sie werden kontrolliert. Es passiert relativ selten etwas. Früher war es schon öfter mal an der Tagesordnung, dass was passiert ist mit dem Bus, aber in der Zwischenzeit haben wir da schon einigermaßen Niveau drin. Gegenwärtig war vor 3 oder 4 Monaten eine Information, dass sich die Gebietsregierung darum kümmern will, einen neuen regionalen Busoperator zu schaffen. Das heißt, der sich dann in Regierungsbesitz befindet, um die privaten Busunternehmen rauszudrängen aus dem Regionalverkehr, die nicht bereit sind, in ihre eigene Firma zu investieren, modernere Busse zu kaufen. Was da bisher draus geworden ist, ist es noch nicht zu sehen. Aber so eine Firma baut man ja auch nicht innerhalb von 3-4 Monaten auf. Aber ansonsten, wie gesagt, um die Frage noch mal ganz kurz zu beantworten, Sie erreichen jeden Ort in Kaliningrad mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Vielleicht wird auch nicht unbedingt jedes Haus oder jedes Minidorf angefahren. Aber dann ist die Entfernung von der Bushaltestelle bis zu diesem kleinen Dorf durchaus akzeptabel erreichbar. Gibt es in Kaliningrad Antiquariate und findet man da auch noch alte deutsche Bücher? Direkte Antiquariate, das was Sie darunter verstehen, das heißt also Geschäfte, wo man gebrauchte Bücher kaufen kann, sind mir gar nicht bekannt. Wenn Sie in Kaliningrad den Begriff Antiquariat benutzen, dann werden Sie zu Geschäften geführt, wo es Antiquitäten gibt. Und da sind vielleicht auch mal noch ein paar alte deutsche Bücher zu finden. Aber wie gesagt, das sind Einzelexemplare. Dass Sie glauben, da ganze Bibliotheken oder so wie in Deutschland Antiquariate vollgestellt mit Büchern und so weiter. Nein, nein. Und Antiquariate selber, ich glaube 2 oder 3 in Kaliningrad, es sind relativ wenig.
Und selbst, wir haben in Kaliningrad haben wir noch einen Flohmarkt, der in der Nähe vom Wrangelturm ist, auf der Ulica Proletarskaja. Da wird auch ab und zu mal, liegt irgendwo ein altes deutsches Buch rum oder auch mal eine alte deutsche Zeitung. Das war es dann aber auch schon. Weil sind an sich, würde ich sagen, dann Zufallsangebote. Denn wer will denn schon ein Buch kaufen in deutscher Sprache, was ja hier in Kaliningrad keiner lesen kann. Und die deutschen Touristen, die hierher kommen, erstens sind es sehr wenig. Zweitens, wer von den deutschen Touristen verirrt sich schon in so einem Antiquitätengeschäft? Das heißt also, die Nachfrage nach alter deutschsprachiger Literatur ist doch sehr, sehr, sehr gering. Und derjenige, der sich damit beschäftigt, will ja mit dem Verkauf Geld verdienen und will sich nicht laden und dahin packen. Die nächste Frage. Zu Eigentumswohnungen. Gibt es eine gemeinsame Hausverwaltung, Eigentümerversammlungen und für alle Eigentümer verbindliche Regeln, beispielsweise Verbot von Hundehaltung? Wir haben seit einigen Jahren, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Jahre ist vielleicht her, gesetzliche Regelungen, wonach jede Hausgemeinschaft verpflichtet ist, eine Hausverwaltung zu schaffen. Die Masse der Wohnungen in Kaliningrad und überhaupt in Russland sind ja Privatwohnungen. Also muss sich die Hausgemeinschaft im Rahmen einer Eigentümerversammlung mit der Thematik beschäftigen und muss festlegen, wie sie die Hausverwaltung organisieren wollen. Es gibt mehrere Varianten. Eine Variante ist, dass die Hausgemeinschaft sagt, wir machen das selber. Wir sparen uns die Kosten für eine Hausverwaltung und wir suchen Freiwillige aus dem Kreis der Wohnungsbesitzer, die das dann in ehrenamtlicher Arbeit machen. Die Masse der Wohnungsbesitzer entschließt sich aber, professionelle Wohnungsverwaltungen, die wir in Kaliningrad wie Sand am Meer haben, zu nutzen. Es gibt große Wohnungsverwaltungen, denen gehören die Wohnungen nicht, sondern sie sind einfach nur mit der Verwaltung beauftragt. Die übernehmen dann die Reinigung, dieses Außenrevier, Instandsetzungen, also alles das, was ganz normal eine Wohnungsverwaltung auch macht und kassieren dann dafür ihr Geld. Ein Teil der Wohnungsverwaltung übernimmt auch noch die Versorgung mit kommunalen Dienstleistungen, Wasser, Strom, Gas. Aber das entscheidet dann in jedem Fall die Eigentümergemeinschaft, wie sie was abrechnen wollen. Eigentümerversammlungen gibt es auch regelmäßig, weil immer dann, wenn irgendwelche Themen anstehen, ist nicht mehr so wie im Sozialismus, dass sich die Hausgemeinschaft einmal im Monat versammelt hat, um eine Parteiversammlung abzuhalten, sondern immer dann, wenn es irgendwelche Themen zu beraten gibt, wird dann zusammengerufen. Wie üblich ist maximal die Hälfte der Wohnungsbesitzer daran interessiert, an solcher Versammlung teilzunehmen. Und da werden dann eben halt die Dinge besprochen, die zu besprechen sind. Ob irgendwo Tarife angehoben werden, ob ein bisschen was mehr zu bezahlen ist, ob irgendwo zusätzlich Geld verlangt wird, weil man diese und jene große Instandsetzung vornehmen will und so weiter. Und es wird natürlich festgelegt, prinzipielle Sachen, wobei Hundehaltung und so weiter, da gibt es keinerlei Regelungen. Wer einen Hund hat, der hat einen Hund. Wer eine Katze hat, der hat eine Katze. Aber sicherlich werden andere Dinge geregelt, wie zum Beispiel das Abstellen von Kinderwagen, von Fahrrädern und Rollern unten und so weiter. Also das hat in etwa, ich sag's mal so, mein Empfinden, die Hausverwaltungen haben in etwa das Niveau wie in Deutschland auch. Es läuft nicht alles rund, aber im Vergleich zu vor 10 Jahren sind wir hier doch recht gut organisiert. Ну что же, товарищи? Какие будут вопросы? Die nächste Frage. Gibt es für Deutsche in Russland Arbeit? Ja, jeder kann in Russland arbeiten. Ob er nun Deutscher ist, Russe ist, Chinese ist und so weiter. Es kommt darauf an, was sie machen wollen. Wenn sie als angestellter Mitarbeiter in irgendeiner Firma, würde ich sagen, nein, keine Chance.
Weil erstens sind sie zu teuer, zweitens verursachen sie zu viel Arbeit, weil für sie muss ja ein Arbeitsvisum beantragt werden, sie brauchen eine Quote, um arbeiten zu dürfen, sie sind teuer und so weiter und so weiter. Das heißt, als Angestellter sehe ich für sie null Chancen, null. Minus eins sogar. Wenn Sie hierher kommen wollen, um sich selbstständig zu machen, dann würde ich sagen, herzlich willkommen, schauen Sie sich um, suchen Sie die Marktlücke, die Sie wahrscheinlich mit Leichtigkeit finden werden, wenn Sie Ihre eigenen Stärken vorneweg auf ein Blatt Papier geschrieben haben, ich könnte das, das, das und das machen. Dann laufen Sie durch die Stadt, gucken, ob das gefragt ist und dann auf geht's. Aber als angestellter Mitarbeiter sage ich, keinerlei Chancen. Dazu kommt noch, ja, wie gesagt, hatte ich ja schon erwähnt, Ihre Gehaltsvorstellungen, egal wie gering sie sind, sind immer noch für Russland zu hoch. Die nächste Frage, und ich würde sagen, das ist dann für heute die letzte. Es bleibt dann immer noch die zweite Seite übrig. Als Jugendlicher zu DDR-Zeiten hatte ich jedes Jahr im Herbst mehrmals die Möglichkeit, Zeit mit sowjetischen Offizieren zu verbringen. Gruppen von 10 bis 15 Mann. Dabei konnte ich ausgiebig die Umgangssprache studieren. Mir fiel auf, dass der russische Matt sehr verbreitet war. Also Matt ist Fluchen, Schimpfwörter, also unterstes Niveau. ja, ich sehe schon, der Fragesteller gibt jetzt hier ein paar Beispiele an, die ich ja nun nicht unbedingt wiederholen möchte. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Und meint, dass an sich Schimpfwörter und Flüche und so weiter gerne als Füllwort in jedem zweiten Satz benutzt werden. Wie sieht es heute mit dem Gebrauch dieser bösen Worte in der Alltagssprache aus? Es kommt darauf an, in welchen Kreisen sie sich bewegen. Es gibt, an sich ist in der Öffentlichkeit, in sozialen Netzwerken, in Zeitungen, im Fernsehen, ist das die Anwendung von Matt, also von Schimpfwörtern, Fluchwörtern und so weiter, verboten. In der Regel passiert aber nichts, wenn man es trotzdem macht. Und es gibt einige Leute, die natürlich direkt provozieren, nach dem Motto, verbotene Früchte schmecken am besten. Лучше, вы куда? А, мне документики подписать. А, ну это вам на третий этаж. Ну, мне кажется, вас там нахуй пошлют. Ага. Спасибо. Извините, пожалуйста, вы не подскажете, мне тут документы надо. А какой район у вас? Октябрьский. А, ну это вам не сюда, это вот вам прямо по коридору и идите нахуй. Что, простите? Говорю вам прямо по коридору и вот идите нахуй. Здрасте. Мне документы подписать. Так. Полный пакет документов собрали? Да. Так, а где тут вот хуйня? Какая? Ну вот, вот поебень такая должна быть. Я не знаю, где ее взять. Вы меня спрашиваете? Молодой человек, имейте совесть. Идите нахуй отсюда. Нет, мне просто здесь. Иди нахуй отсюда. Es ist präsent, so wie wir als Beispiel sagen, wenn irgendwas, ja, oh Scheiße, Entschuldigung, genauso ist es auch in Russland, wenn sie sich in entsprechenden Kreisen bewegen, dort wird kaum geflucht. Es wird das, was ich bei mir in meinem Umfeld bemerke, wenn Frauen in der Nähe sind, wird sehr auf Umgangsformen geachtet, dass man dort nicht zu sehr in die Schmutzkiste greift. Aber das Fluchen ist immer noch präsent, würde ich sagen, zu viel präsent. So, damit möchte ich es heute belassen. Es bleiben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, noch 10 Fragen für das nächste Wochenende. Sie können weitere Fragen stellen. Das wird immer wieder ergänzt.
bleiben Sie weiter neugierig und ja, ansonsten noch angenehmes Restwochenende. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.